Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist Christa Jasinski, die Frau von Alf Jasinski, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist. Und du verwaltest sozusagen das Vermächtnis von Alf, der sehr interessante Einblicke hatte. Er war Ordensmitglied. Das Buch, was rausgekommen ist, heißt Talus von Athos. Ich zeige es mal aus dem Leben eines Ordensmitglieds. Und wir werden tiefe Einblicke erhalten in diesen Orden und sogar die hatten Kontakte bis in die innere Erde. Da wird es also sehr, sehr spannend. Also nur damit die Zuschauer wissen, was uns alles erwartet in diesem Gespräch. Aber vielleicht fangen wir mal an, dass du erzählst, Alf Jasinski, wie seid ihr zusammengekommen und wie hat sich das für dich entwickelt? Das war ja für dich zu Anfang auch gar kein Thema, so innere Erde. Hast du auch gedacht, was kommt jetzt? Ja, das ist etwas über 10 Jahre her. Da war Alf krank und er wurde nach seiner Genesung in die Berge geschickt von seinem Hausarzt, obwohl der Hausarzt war ein Ordensfreund. Und auf dem Weg in die Berge begegnete Alf ein Franziskanermönch und der hat ihn fasziniert. Er hat mit ihm faszinierende Gespräche geführt und dieser Kontakt blieb auch nach den paar Tagen, die die beiden gemeinsam in den Bergen verbrachten, erhalten. Später erfuhr Alf, dass der auf ihn angesetzt war, regelrecht. Und er brachte ihn dann so auf das Thema Innererde, obwohl Alf sich immer irgendwie so ein bisschen dafür interessiert hat. Und nach dem Tod von diesem Frater Peter, diesem Franziskaner, war er auf einer Veranstaltung, die man zu Ehren von Frater Peter gemacht hat. Und dort waren zwei Menschen, wo ihm jemand sagte, das sind Außerirdische, die in Innererde leben. Und also innerirdische eigentlich, ja. Ja, sie kommen aber nicht von unserem Planeten, sondern von einem anderen. Sie sind als Gast in Innererde. Und Alf hat dann halt reagiert, ja, und ich bin der Kaiser von China, so ungefähr. Und später wurden aber diese Kontakte dann ganz bewusst auch zu ihm gesucht. Man hat ihm anschließend auch gesagt, dass es viele Versuche gab, mit ihm in Kontakt zu treten. Das ist er hatte in früheren Leben schon Kontakt und die wurden jetzt wieder aufgenommen. Und er hat im Anfang nie darauf reagiert. Also so wie jeder reagieren würde, so ein Quatsch und ja, da, genau. Die spinnen die Römer. Ganz genau. Ja, und von da an war mein Leben reines Science-Fiction. Weil Alf, diese Kontakte zur Innererde wurden immer intensiver. Später konnte Alf einfahren, wann er wollte. Er rief dann eine bestimmte Nummer an, wurde dann zurückgerufen. Da ging keiner dran auf dieser Nummer. Wurde zurückgerufen und er brauchte dann nur sagen, ich möchte einfahren. Dann wurde ihm gesagt, da um die und die Uhrzeit ist Zeitfenster offen, komm da und dahin, dann kannst du einfahren. Da sind wir jetzt schon ziemlich weit vorne. Ich würde noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, obwohl das natürlich das spannendste Thema ist, dass es eben eine innere Erde gibt und dass da auch Wesen leben, auch andere Spezies, anders als wir Menschen. Aber diese Eingeweihten, also ist es im Grunde so, dass es Logen oder Orden gibt, die haben eben dieses geheime Wissen, dass da mehr ist und wir profanen Menschen, die jetzt eigentlich uns auch wünschten, wir wüssten mehr darüber. Wir erfahren das nicht, weil wir nicht im Orden sind. Warum wird das Wissen so geheim gehalten? Meine Überzeugung ist ja immer, dass man sagt, das müssten eigentlich alle wissen, weil es betrifft uns ja alle. Es hat ja auch damit zu tun, wo kommen wir her? Auf der Erde gibt es nicht nur uns Menschen, sondern auch noch andere intelligente Wesen. Und warum kommen wir nicht zusammen? Wie ist das in den Logen? Das Buch ist ja sehr interessant geschrieben. Er beschreibt ja wirklich auch die Dialoge, die führen, wo sie sich auch Gedanken machen. Wäre das jetzt gut für die Menschen, wenn wir es veröffentlichen oder nicht? Da gibt es ja auch da unterschiedliche Ansichten. Kannst du das beschreiben, was da der Zwiespalt ist?
Ja, es gibt zweierlei Arten von Logen. Einmal die Logen, die hinter denen sind, die die Welt beherrschen. Das sind wirklich Logen, die nur, wo es rein um Hierarchien geht, die Pyramiden aufbauen, von der Pyramidenspitze bis an das weite Volk. Und das eigentliche Wissen behält die Pyramidenspitze für sich oder so bis in gewisse Grade rein. In der höchsten Grade, ja. Es gibt auf der anderen Seite Orden, wie der Mola-Orden, in dem Alf war, die reine Bewahrerorden sind, die das Wissen seit Urzeiten bewahren und im Grunde von Generation zu Generation weitergeben, wo auch ganz viel, also Alf hatte ganz viel Einblicke da über diesen Orden, auch in alte Schriften, die es aber über ganz, ganz lange Zeit geheim gehalten haben, weil sie wahrscheinlich auch von der Bevölkerung gesteinigt worden wäre, wenn man diese Dinge an die Öffentlichkeit gebracht hätte. Der Mola-Orden wurde aufgelöst, weil man das Gefühl hatte, das Wissen muss jetzt unter die Menschen. Also Alf hätte zum Beispiel, weil er ja zu dem Mola-Orden gehörte und auch eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben musste, hätte das Buch nie schreiben können, wenn nicht der Orden aufgelöst worden wäre. Ja, das ist spannend. Aber okay, dann gibt es da im Grunde diese Pyramidenstruktur der Geheimlogen, wie wir sie kennen, wo wir auch immer das Gefühl haben, dass sie eigentlich uns Wissen vorenthalten, das gut wäre für uns. Ja. Und da muss man gucken, wie ist das geschichtlich? Es gibt also eine außerirdische Spezies, die die Erde quasi auch besucht hat und versucht hat, jetzt hier die Kontrolle über die Erde zu übernehmen, während es gleichzeitig aber auf der Erde auch sowohl Menschen als auch reptiloide Spezies gibt, die intelligent sind, die hier eigentlich früher mal auch friedlich miteinander gelebt haben. Also war das früher so, dass die Menschen Kontakte mit den Reptiloiden in der Erde oder auf der Erde hatten? Ja. Beide Spezies haben friedlich nebeneinander gelebt. Die die wir als Reptiloide bezeichnen, sind eigentlich identisch mit denen, die unsere Wissenschaftler als Neandertaler bezeichnen. Okay. Ja. Also auch unsere Wissenschaftler wussten, dass es zwei Spezies nebeneinander mal gab, die friedlich miteinander gelebt haben und plötzlich sind die Neandertaler verschwunden. Und man vermutet halt, die sind ausgestorben oder so, aber das sind sie nicht. Wir haben wurden beide Spezies aufeinander gehetzt von Außerirdischen, die den Planeten übernehmen wollten und die festgestellt haben, dass der Homo sapiens leichter zu beeinflussen ist. Und diese Außerirdischen, die wollten im Grunde Arbeitskräfte, also Sklaven, die haben dann uns und auch die anderen Reptiloiden genetisch manipuliert, sodass wir im Grunde leichte Arbeitssklaven waren, die nicht zu intelligent sind, um jetzt zu durchschauen, was alles. Ja, aber das mit der Manipulation, also da wird oft geschrieben, so unsere DNA wurde verändert oder so, das ist so nicht ganz der Fall. Also die Information, die Alf darüber bekam, lauten derartig, dass eigentlich alles dran getan wurde, um unsere rechte und linke Hirnhälfte zu trennen und unsere wie heißt die Drüse nochmal? Zirbeldrüse, ja. Genau, zu beeinflussen. Und das geht von außen und das hat auch funktioniert. Also wir haben uns eigentlich durch Glaubenssätze, die wir selber aufgenommen haben, dazu bringen lassen, im Grunde das selber zu tun. Also wir trennen uns selber quasi von allem, was ist. Und wir hatten früher einen besseren Zugang und auch die Verbindung übers Geistige. Und wir haben, das ist interessant, eine interessante Aussage, weil das bedeutet im Grunde, dass wir durch neue Glaubenssätze auch wieder vielleicht zurückkommen können. Ganz genau, das so ist es, ja. Okay, also es gibt diese Außerirdischen und die haben sozusagen eine Priesterschaft gegründet hier auf der Erde, die das Wissen eben geheim hält und die eben Dinge in die Welt setzt, um uns
auf dieser niedrigen Schwingung zu halten, damit wir zu kontrollieren sind. Also ja, das, was so im Grunde die gängigen Verschwörungstheorien sind, das ist auch wahr. Es gibt eben unterschiedliche Reptiloide. Das waren auch Reptiloide, oder? Dracos oder Schlangen? Also die Neandertaler, die waren Reptiloider Natur. Ach so, du meinst jetzt die Außerirdischen? Ja. Ja, das waren auch, die waren auch Reptiloide. Also ist auch das da die Gefahr jetzt zu sagen, man schmeißt jetzt alle Reptiloide in einen Topf und die sind alle böse und wollen uns kontrollieren? Das ist ganz gefährlich und die innerirdischen Reptiloiden leiden darunter. Ja. Also die Informationen, die zum Beispiel David Icke bringt, sind wichtig, weil er spricht über die außerirdischen Reptiloiden, aber sie sind natürlich auch dazu angetan, dass wir jetzt alle in einen Topf schmeißen. Dem ist nicht so. Die innerirdischen Reptiloiden sind ziemlich in ihrer Mitte. Die sind nie aus der Mitte gefallen, während die außerirdischen Reptiloiden ja nicht in ihrer Mitte sind, die uns unterjochen wollen. Man muss bei allen Spezies sehen, es gibt solche und solche immer. Ja. Und man darf nie sagen, diese Spezies ist böse und diese Spezies ist gut. Es gibt in diesem Buch ganz wunderbare Begegnungen mit innerirdischen, eben Reptiloiden auch, die so liebevoll sind, dass wenn man es liest, eigentlich, ja, also mir sind fast die Tränen gekommen, weil es wirklich zeigt, dass da diese Reptiloidenwesen so sanftmütig und liebevoll mit den, auch so verständnisvoll für den Menschen einerseits, aber auch traurig, was so alles läuft hier. Und wie sie miteinander umgehen, dass mich das sehr berührt hat. Und ich war eigentlich immer fasziniert von diesem Thema Reptiloide und hatte auch immer die Vorstellung, dass ja nicht alle böse sein müssen, dass es sicherlich auch Wohlwollende von denen gibt. Ich habe ja, ich weiß gar nicht wann, das war ursprünglich mein drittes Buch, da habe ich das Lacerda-Interview, das ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, in Schweden gab es so eine Begegnung, die war jetzt, kann man auch fragen, ob das echt ist oder wie lieb oder wie nett die ist. Aber es war immer mein Gefühl, Mensch, ich möchte da mehr Kontakt, weil es ist doch zumindest ein Wohlwollen da, die Menschen, dass die Menschen sich wieder mit den Reptiloiden, die hier auf der Erde eben auch beheimatet sind, sich wieder verstehen und vertragen, anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen. Das wäre natürlich ein Wunsch. Aber da sind die Menschen noch weit, weit entfernt. Die würden wahrscheinlich irgendwann mit der Knarre losziehen und die Reptos jagen. Ja, die Innerirdischen haben auch teilweise Bedenken noch. Hm. Also die innerirdischen Reptos. Also Alf wurde gesagt, es gibt eine große Fraktion, die sich nichts sehnlicher wünschen, als mit uns wieder gemeinsam zu leben. Und in der Erde funktioniert das ja. Dort leben ja nicht nur Reptos, da leben ja auch Homo sapiens. Ja. Und vor allen Dingen, weil die Reptos unsere außerirdische Sonne sehr, sehr lieben. Die kommen also unheimlich gerne auf die Oberfläche und genießen die Sonne hier, weil die innerirdische Sonne ist nicht so intensiv und die Reptos mögen einfach Wärme und die Sonne. Wie ist denn jetzt der Aufbau der Erde? Ich meine, es gibt verschiedene Bilder. Das ist es so, dass wir eben diese Eingänge an den Polen haben und dass also die Erde quasi hohl ist, in der Mitte eine Zentralsonne. Aber auch, dass es eben Höhlen in der Erdkruste gibt, wo ganz riesige, gigantische Höhlen sind, wo auch überall Leben herrscht. Ja, gibt es. Es gibt beides. Es gibt große, riesige Höhlensysteme, zum Beispiel ist ein großer Eingang im Himalaya, wo man spricht davon Agartha und so weiter. Dort leben, aber die haben mit den Innerirdischen selber nur bedingt, also nicht viel zu tun. Die sind wirklich unterschiedliche Zivilisationen. Dann gibt es in Südamerika die Nachfolger der Lemura, die auch in Riesenhöhlensystemen leben. Und es gibt die absolut im Kern, also im inneren Bereich der Erde leben, die unter der innerirdischen Sonne. In den Höhlensystemen die werden beleuchtet erstmal sind die Wände dort mit Pilzen gestrichen und die Kristalle bündeln diese fluoreszierende Licht, was die aussenden und dadurch haben die Licht. Das ist also, die nennen das eine Kristallsonne. Ja. Während im Innerirdischen eine Plasmasonne, also im Innern der Erde, im Herzen unserer Erde ist eine Plasmasonne, genauso wie die Sonne unseres Sonnensystems.
nur kleiner. Darum ist dann Vakuumgürtel und dann kommt erst Atmosphäre. Und auch in der Erde ist auch nicht alles voller Atmosphäre, sondern nur eine Schicht. Es muss, sonst wird die Plasmasonne nicht funktionieren. Die Sonne muss ein Vakuumgürtel sein. Ja, okay. Schwer vorstellbar, aber es gibt ja alte Darstellungen auch. Man findet heute im Netz, im Internet, ja, Gott sei Dank auch sehr viele Bilder und Videos über dieses Thema. Man kann dann sagen, alles Quatsch, aber dein Mann hat es erlebt. Wie war das denn für dich damals, als er sozusagen schon Kontakte hatte in die innere Erde? Hast du das mitbekommen oder hast du auch erst gesagt, ach, der spinnt schon wieder? Nein, Alf und ich hatten ein sehr inniges Verhältnis, sehr vertrautes Verhältnis und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass er mich belügt, dass er also mir irgendwas erzählt, was weit außer dem ist, was man sich vorstellen kann, was nicht stimmt. Mhm. Er hat mir von Anfang an alles erzählt und ich habe erst zwar auch gestaunt, aber also für mich ist alles möglich. Für mich gibt es nichts, was nicht möglich ist. Ja, also bist du da so nach und nach reingekommen oder hat er immer mit dir offen geredet? Von Anfang an offen geredet, ja. Und du konntest das dann auch annehmen, aber es ist, ja, okay. Also hast du im Grunde den Prozess mitgemacht durch seine Erzählung oder warst du auch mal selber mit reisen können? Nein, Alf hätte das liebend gern gehabt. Der hat ein paar Mal auch in der Erde angesprochen, warum ich nicht mit darf oder warum sie mich nicht einladen. Und dann haben sie gesagt, wir können nicht jeden einladen. Erstens. Zweitens, deine Frau braucht das nicht. Warum auch immer. Und drittens, bei dir knüpfen wir an alte Kontakte an. Und du hast es in deiner Seelensignatur, deine Frau nicht. Sehr spannend. Aber du führst jetzt, wie gesagt, das Vermächtnis weiter. Ja. Das ist ja sehr ehrenwert. Und es kommen noch mehr als dieses Buch? Ja, Alf hatte ja ursprünglich vor, 3 Bücher zu schreiben. Mhm. Er hat nur 1 geschafft, ist ja dann gestorben. Aber ich habe noch einen ganzen Karton voller Tagebücher von ihm, alle handschriftlich geschrieben. Mhm. Und mir obliegt es jetzt, die in den Computer zu übertragen. Viel Arbeit. Ja, genau. Aber ich werde mal schauen, mit jetzt über ein Spracherkennungsprogramm vielleicht das vorzulesen. Das ist ja dann leichter als zu tippen. Da gibt es heute Gott sei Dank doch gute Techniken, die einigermaßen funktionieren. Ja, ich vermute, dass ich so im nächsten Jahr den zweiten Band rausbringe. Aber allein dieser Band ist schon mega spannend. Als ich das gelesen habe, ich habe ja viel gelesen, ich kenne vieles, mir wird viel zugeschickt und vieles, ja, kennt man schon und ist nichts Besonderes, aber das geht hier, das ist auch so beschrieben, weil er eben diese ganzen Gespräche eben auch sehr gut beschreibt, die sowohl in der Loge oder in den Orden haben, die sie sich auch Gedanken über die Welt machen. Wie kann man irgendwas Einfluss nehmen auf den Lauf der Dinge, weil sie sich ja auch Sorgen machen, wo die Reise hingeht. Kann man da sagen, es gibt auch Logen, die würden gerne etwas Besseres bewirken, aber sie wissen nicht wie. Ist das wirklich so schwierig? Oder sehen die, es ist im Moment tatsächlich ein Prozess, wo etwas sowieso stattfindet? Also ein Bewusstseinswandel. Also ich denke, es läuft im Augenblick ein Prozess, der nicht mehr aufzuhalten ist. Das ist jetzt so meine Sicht dazu. Und die Innerirdischen haben zu Alf auch mal gesagt, dass das eigentlich ist der Zenit überschritten, dass wir so auf dem Weg sind, eine andere Welt zu erreichen. Aber natürlich liegt es an uns selber, das auch zu installieren. Es wird niemand kommen von außen, der uns jetzt eine neue Welt gibt. Die müssen wir selber schaffen. Es gibt beide Kräfte, es gibt... Ja, wie soll ich das jetzt erzählen oder wie soll ich das erklären? Ich glaube, Sie haben das so beschrieben, es gibt den einen Pfad und den anderen. Das heißt, wenn man in eine Loge oder in einen Orden kommt, der ja geheim ist, entscheidet man sich sozusagen irgendwann, welchen Pfad man geht, den lichten Pfad oder den dunklen Pfad. So habe ich das aus dem Buch verstanden. Ja, das ist für die Menschen, die Logen brauchen. Ja. Ja.
Ich selber bezeichne das so ein bisschen anders. Also eigentlich könnte man unsere Dual oder Polarität, Polar ist ja alles. Ja. Könnte man das so sehen wie so ein Kreuz. Mhm. Ja, die Mitte, dieser senkrechte Pfahl, das ist dann hier die Materie und hier das göttliche Geistfeld. Ja. Und dann gibt es halt diesen Querbalken. Mhm. Die Mitte ist der, wo man den direkten Kontakt zu Gott oder ins göttliche Geistfeld hat. Und hier ist dann die gute Seite auf dem Querbalken und hier ist die böse Seite. Solange wir in der Mitte sind, haben wir direkten Kontakt zu Gott. Wir können uns aber auch entscheiden, das überhöhte Gute zu leben. Das überhöhte Gute ist oft das, was in der esoterischen Szene oft gemacht wird. Ja. Ja? Ja. Oder das dunkle Leben. Und je mehr Dunkles es gibt, umso mehr gibt es auch hier auf der, das von dem überhöhten Guten, und das gleicht sich aus irgendwann. Und genauso, je mehr hier, es hiervon gibt, sinkt aber auch da die Seite wieder. Also, gibt es auch mehr Dunkles. Der einzige Weg, der wirklich rauskommt, uns rausbringt aus dieser Dualität, ist der Weg in der Mitte. Also die Ausgewogenheit. Die Ausgewogenheit zwischen beiden Seiten. Und da kommt man, kann ich jetzt gleich einen Schwenk machen zu den beiden anderen großen Zivilisationen, die im Innern der Erde, in der Erdkruste leben, in den Höhlensystemen, die sind lichter Natur. Die sind dieses überhöhte Lichte, die aber notwendig sind, auf der anderen Seite, um dem Dunklen, was uns auch im Griff hält, Ausgleich zu halten. Ja. Also die sind in der Erde? Die Innerirdischen sind in der Mitte, also die absolut im Innerirdischen sind. Die sind in der Mitte. Aber es gibt da bestimmte Spezies, die sind eben ganz lichtvoll und liebevoll und gleichen damit aus, was wir im Äußeren für negative Kräfte auch haben. Ja. Lass uns nochmal zurückgehen in der Geschichte der Menschheit. Es gibt ja alte Darstellungen, wo auch Wesen auftauchen, die sehen eben nicht menschlich aus. So mittelalterliche oder noch ältere Darstellungen. Früher war es ja mal, dass sie wirklich friedlich zusammengelebt haben und irgendwann war die Trennung und dann, wenn Menschen sozusagen nochmal solche Wesen gesehen haben, dann haben sie sie auch als Teufel bezeichnet, oder wie ist es dann entstanden? Wie hat sich das entwickelt, diese Trennung? Also das kommt jetzt darauf an, wann ganz, also zu ganz früheren Zeiten, als wir haben ja alle irgendwann im Garten Eden gelebt. Also das steht ja nicht umsonst in der Bibel. Das war wirklich materielles Leben hier. Und da waren wir alle in der Mitte. Und nachdem wir aus der Mitte gefallen sind, hat man angefangen, Hass zu schüren gegen diese andere Spezies. Das waren aber die Außerirdischen quasi, die uns dann hier auch da manipuliert haben. Ja, genau. Und die wurden dann oft als das dunkle Satanische dargestellt. Das findet man also teilweise eben in alten Kirchenbüchern, dass so eine Begegnung mit dem Teufel sozusagen, manchmal denke ich, das sieht reptiloid aus. Also das hat man das verknüpft, den Teufel mit den Reptiloiden. Aber wir müssen eben unterscheiden, dass es... Aber die gibt es natürlich auch. Es gibt die, genau. Ja. Aber das zu unterscheiden ist eben wichtig, und mein Wunsch ist ja, wie gesagt, seit Jahrzehnten habe ich eigentlich den Wunsch, dass wir die wohlwollenden Reptiloiden sozusagen kontaktieren können, dass wir gemeinsam auch wieder das Recht für die Erde übernehmen, weil wir sagen können, wir sind hier eigentlich ursprünglich von der Erde, während die anderen ja von außerhalb gekommen sind. Und wir müssen uns ja erstmal darüber bewusst werden, aber es wäre ja eine große Hilfe, wenn die Innerirdischen sozusagen auch sich zeigen würden. Aber du hast selber gesagt, die haben ein bisschen Angst davor und sind da auch unentschlossen. Die einen wollen es, die anderen nicht. Ja, ein Großteil der Reptus wollen es nicht, weil sie ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben. Alfat beschreibt in dem Buch zum Beispiel eine Begegnung mit einem Repto, den er Starsa nennt.
Das heißt etwas anders. Sie sprechen etwas zischelnd und Starsha oder so ähnlich. Ja. Aber er schreibt halt Starsha und so hat er ihn auch immer genannt. Er hat sich mit ihm, daraus wurde eine sehr innige Freundschaft im Laufe der Zeit. Und Starsha hat ihm dann erzählt, dass er zum Beispiel hier oben auf sich mal aufgehalten hat im Oberirdischen und gefangen genommen wurde und in den Labors unserer Wissenschaftler war. Über lange Zeit, und man hat wirklich heftige Versuche mit ihm gemacht, hat ihn für ein Tier gehalten. Und furchtbar, ja. Es gab dann wurde von einem Labor zum anderen weitergereicht, und es gab dann irgendwann zwei Helfer in einem Labor, die ihn freigelassen haben. Sonst und wäre er heute noch da oder schon tot, oder was? Ja. Alles möglich. Ja. Und Alf hat gesagt, hast du uns Menschen nicht? Da sagt er, nein, warum? Mich haben ja auch zwei Menschen freigelassen, also zwei Homo sapiens. Warum sollte ich hassen? Die haben das gemacht, was ihnen entsprach, ihrer Neugier entsprechend so. Für mich war es schlimm, aber ich weiß ja, dass nicht alle so sind. Ja. So ist es. Also wir müssen sehen, genau wie es bei uns solche gibt, gibt es die da auch. Ja. Der Wunsch, wie gesagt, wäre ja, dass die Wohlwollenden auf beiden Seiten eigentlich einen offenen Kontakt haben. Ja, aber solche Erfahrungen behindern ja, das klar, natürlich. Gut. Und natürlich bei den Menschen vielleicht auch viele Ängste vor negativen Reptiloiden, die vielleicht ja auch Menschen foltern oder untersuchen oder sonst was. Gibt es ja auch viele Berichte, die nicht so schön sind. Ja, und wir haben uns nichts geschenkt. Wenn du das Mahabharata kennst, da werden ja zwei Brüder aufeinander gehetzt, und damit sind die Reptus und die irdischen Menschen gemeint. Sie haben wirklich massiv gekämpft, auch die Reptus gegen uns. Sie haben uns nichts geschenkt. Das ist klar. Es muss einem klar werden, dass wir im Grunde Brüder sind. Es gibt eine ganz schöne Star Trek Raumschiff Enterprise Folge, wo im Grunde auch zwei Völker scheinbar gegeneinander vollkommen kämpfen und dann sich herausstellt, eigentlich sind die, stammen die vom selben ab, eigentlich sind es Brüder. Ja. Und sie dadurch dann auf einmal wieder lernen, friedvoll miteinander umzugehen und sich zu respektieren und jeder die gegenseitigen Ansprüche auch versteht. Ja. Das wäre halt auch mein Wunsch und sicherlich auch der Wunsch von Alf, oder was war sein Wunsch? Ja, Alf hätte nichts lieber gehabt, lieber heute als gestern. Er hat das aber auch immer nur schriftlich fixieren können. Er konnte auch nicht mal eine Kamera mitnehmen. Wäre auch nicht funktioniert. Also man hat ihm gesagt, er könnte sie theoretisch mitnehmen, aber sie haben ihm gesagt, er soll sie zu Hause lassen, weil sie kaputt geht dabei. Also die Elektronik übersteht das nicht. Also unsere Elektronik hätte das nicht überstanden. Aber es gibt eben in diesen Orden, da gibt es welche, die haben den Zugang, die wissen, wie man in die Erde kommt sozusagen, ich glaube, den Vorgang, der ist ja auch im Buch beschrieben. Das heißt, er wurde dann abgeholt, mit einem Auto zu irgendeiner Berghütte vielleicht geführt oder ja, was? Ja, das war am Anfang. Das war, als er so die ersten Einfahrten hatte. Es gibt halt technische Möglichkeiten einzufahren. So wurde es am Anfang gemacht. Später passierte das völlig anders, aber mit einer Technik, die wir überhaupt noch nicht kennen. Das ist also gar nicht ein Fahrstuhl oder eine Treppe oder irgendwas? Für Alf war das wie ein Fahrstuhl, aber es war kein Fahrstuhl. Also es war erstmal was organisch. Und das war wie eine Blase, in die er ging. Er ging also in den Wald und befand sich dann plötzlich in der Blase. Also wie eine andere Dimension oder andere? Ja, und wurde dann und war innerhalb von ein paar Minuten dann im Innern der Erde. Und wie das Ganze funktioniert, ihm wurde gesagt, es ist nicht nur, dass die Blase eine Geschwindigkeit bekommt, sondern dass jede Zelle seines Körpers dadurch beschleunigt wird. Ich vermute, dass es so ein bisschen in die Richtung Beamen geht, aber so ganz genau kann ich das nicht erklären, was da passiert. Ja, schwierig. Ja, man sagt ihm durch Erdporen, also es geht durch Erdporen durch, aber ich kann es nicht erklären, weil wir diese Technik, das kannten wir früher, aber wir haben das alles vergessen. Aber es gibt doch sicherlich dann Kräfte auch hier auf der äußeren Welt,
die auch die Eingänge kennen und vielleicht auch sagen, die schützen wir, damit nicht irgendjemand da jetzt in so eine Höhle reingeht und auf einmal da auf irgendwelche Reptos stößt. Denn es gibt ja Kräfte hier, die wollen eben nicht, dass wir diese Kontakte haben. Ja, die schützen die energetisch. Mhm. Und man kann auch nicht an jede Stelle jederzeit rein. Das hat auch was mit Zeitfenstern zu tun. Mhm. Aber auch das ist, wir überblicken ja noch nicht die Zeit. Solange wir noch nicht geistig in der fünften Dimension leben, überblicken wir auch noch nicht die Zeit. Also das kommt auch noch. Das ist ein Teil des Bewusstseinswandels, dass wir im Grunde schon in eine andere Dimension gehen, wie wir das ja auch in einigen Sendungen hier beschrieben haben, also 5D, ja. Auch wenn man sich gerade erst einen 3D-Fernseher gekauft hat, aber das ist dann wieder Schnee von gestern. Ja. Dann kommen wir tatsächlich in eine andere Dimension und dann sind dann die Kontakte auch eher möglich mit diesen Wesen? Dann werden sie da sein. Dann werden sie sichtbar sein. Ja. Die kommen auch raus. Nur wenn die nicht wollen, dass wir sie sehen, dann sehen wir sie nicht. Mhm. Also sie können tatsächlich hier raus auf der äußeren Erde rumlaufen, im Wald irgendwo mal, wie das ja auch bei Lacerta der Fall war. Ja. Aber wenn sie nicht wollen, dass wir sie sehen, dann können sie sich unsichtbar machen. Ja, das geht. Also wie das Ganze funktioniert, so genau weiß ich nicht. Aber ich weiß, es hat mit Zeitverschiebung was zu tun. Das sind nur Sekunden dann. Irgendwie. Interessant und spannend und schwer zu verstehen. Ja, es ist manches. Aber wie gesagt, mein Wunsch wäre ja eben, dass das jetzt mehr Menschen wissen, wie Alf das ja auch wollte. Und auch, dass man es vielleicht noch irgendwie auch mehr konkretisieren kann. Gibt es denn, du hast gesagt, Alf hatte aus früheren Leben eben diese Verbindung und deswegen haben die im Grunde auch schon den Kontakt immer mal wieder versucht anzustoßen. Kann es sein, dass es irgendwo hier jetzt unter unseren Zuschauern oder ich oder irgendjemand aus früheren Leben auch schon die Verbindung hat und die eigentlich nur darauf warten, dass der Kontakt wieder hergestellt wird? Das kann gut sein, ja. Man muss halt, wenn man irgendwelche Begegnungen hat, offen dafür sein und einfach sich das Herz öffnen und vielleicht auch einfach mal fragen. Ich weiß es nicht. Ja, ich frage es auf alle Fälle in dieser Sendung. Vielleicht wird es ja gesehen. Vielleicht gucken die in der Erde ja auch bewusst TV. Man weiß es nicht. Haben die da Internet oder hat Alf irgendwas erzählt oder haben wir eine ganz andere Technologie oder gar keine Technologie? Wie also leben sie, die da? Also sie im normalen Leben benutzen sie so wenig Technologie wie möglich, weil die sagen, die Technologie macht uns träge. Mhm. Also solange wir mental kommunizieren können, brauchen wir kein Telefon. Aber wenn wir ein Telefon haben, verlernen wir eben auch die Fähigkeit, mental zu kommunizieren. Also sie beschränken ihre Technik im normalen Leben haben die fast keine Technik. Sie haben für bestimmte Dinge Techniken, aber das ist eine Technik, die wir noch nicht ganz begreifen. Wir fangen an, die zu begreifen, so in bestimmten Bereichen. Mhm. Zum Beispiel gibt es bei uns so Technik, die so über das Elektron, über einen Elektronenspin funktioniert, die wir langsam anfangen zu verstehen. Aber so richtig noch nicht. Aber es gibt Entwicklungen, die gehen in die Richtung. Ja. Scheinbar, ja. Also wie können wir im Grunde hoffen, dass wir diese Kontakte noch erleben werden, weil wir eben alle jetzt in einer Schwingung höher kommen? Noch oder was ist jetzt das, was der Einzelne machen kann? Weil wir leben ja in einer Welt, wo sehr viel Negatives sozusagen im Außen geschieht, was einem Sorgen macht. Ich weiß eben, dass ganz viele Zuschauer sich ganz schwer tun im Moment, überhaupt das auszuhalten, weil so vieles im Argen ist, so viele Kriege, so viele Auseinandersetzungen, so viel Zwänge und Existenzängste auch. Ist das auch eine bewusste Arbeit für jeden Einzelnen, dass er sich immer wieder bewusst macht und bewusst in die Richtung bewegt, in die wir eigentlich wollen? Also aus der Angst rausgeht und in ein Vertrauen, eine liebevolle Schöpfung, oder wie? Ja, nur so geht's. Also Angst ist das schlechteste Begleiter, den wir haben. Der Angst hemmt uns auch in jeder Hinsicht. Und wer
dadurch, dass es sich informiert, Ängste bekommt, sollte es besser erstmal lassen. Aber wichtig, auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, sich zu informieren. Es nützt nichts, so zu machen, wie die drei Affenaugen zu, Mund zu. Also die Ängste dann auch durchaus bewusst machen, also da ist jetzt eine Angst, aber dann auch versuchen, die zu überwinden und nicht da in der Angst ganz zu genau, bleiben. Ganz genau. Und es reicht ja, wenn man sich informiert und das weiß, aber man muss nicht ständig immer wieder da reingehen, weil man damit auch die fremden Elementale stärkt. Die nähern sich sozusagen von der negativen Energie auch genau, von der Angst. Genau, die wir dann aussenden von unseren Ängsten. Ja. Und wenn wir dann in die Konfrontation gehen und es sieht ja im Außen so aus, dass überall Krieg gewollt ist oder Bürgerkrieg oder genau, was auch immer, die Menschen aufeinander gehetzt werden, dass man sich da nicht reinziehen lässt, sondern immer wieder auch bewusst an sich arbeitet. Ja, ich habe dann, Alf hat mir dann ein sehr gutes Beispiel erzählt. Seine Großeltern lebten ja in der Nähe von München auf dem Land und sein Großvater hat ihm erzählt, wir haben gar nicht gemerkt, dass es Krieg gibt. Also während des Ersten und Zweiten Weltkriegs, wir haben den Krieg nicht wahrgenommen. Das Einzige, woran sie gemerkt haben, dass Krieg war, sein Großvater war Herrenschneider und er hat statt normalen Anzügen plötzlich Uniformen genäht, also Aufträge für Uniformen bekommen. Das war alles, was sie mitbekommen haben. Das war alles, was die vom Krieg mitbekommen haben. In den Städten sah es natürlich anders aus, aber für sie hat Krieg nicht existiert im Endeffekt. Und wir begeben uns natürlich auch, wenn wir Angst bekommen vor diesen Dingen, begeben wir uns in Sphären, die uns das auch erleben lassen, wovor wir Angst haben. Ja, und wir reden nochmal über die Priesterschaft sozusagen, die also uns hier versucht, in dieser niedrigen Schwingung zu halten. Ich habe mir eigentlich viele Sachen an diesem Buch angestrichen, weil die eigentlich so elementar sind. Diese Priesterschaft muss sich selbst entlarven und wird sich selbst entlarven, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Auch sie und alle mit ihr verwobenen Menschen müssen die Gelegenheit erhalten, sich zu wandeln. Also im Grunde ist das ein Prozess, der muss passieren. Der passiert schon längst. Ja, aber wenn wir uns im Grunde in diese niedrige Schwingung ziehen lassen und das zulassen, dann können die natürlich dieses Spiel noch länger spielen. Aber im Grunde wissen sie auch, wenn die Menschen aufwachen und in eine höhere Schwingung kommen, dann können die einpacken, oder wie? Ja, das wissen die. Und deswegen wird auch der Druck im Augenblick immer größer. Die versuchen ja alles, um das möglichst lange rauszuzögern. Aber denen ist vollkommen klar, dass ihr Spiel irgendwann zu Ende ist. Ja. Es ist so viel in diesem Buch, dass also auch dieses Gespräch ersetzt nicht das Buch, denn es ist wirklich so profundes Wissen drin, so wunderschöne Begegnungen, so interessante Dialoge eben auch unter den Ordensmitgliedern, wie die auch immer wieder, wie wir jetzt überlegen, ja, was könnte man denn tun und wie wird es denn kommen und wie geht es weiter, was kann man machen. Das heißt, auch die haben im Grunde nicht die Lösung. Im Grunde muss es jeder Mensch für sich selber machen, dass er in diese höhere Schwingung kommt. Und das Die Wege sind individuell. Jeder geht anders damit um und jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ich denke, dass das vielleicht manche Menschen noch sowas wie Gurus brauchen, die einem bestimmte Dinge einfach aufzeigen. Aber letztendlich kann kein Guru einem den Weg zeigen, den findet man nur hier. Ja, und all die Dinge, die wir an dieser Welt haben, auch die Religionen, die sind ja im Grunde, dass wir Gott im Außen suchen und irgendwo in eine Kirche oder im Vatikan oder der Papst oder der Priester. Aber wir haben die eigene Verbindung. Ja. Also mein größter Guru waren meine Kinder, kann ich wirklich sagen. Ja, von denen lernt man viel, das stimmt. Ich habe, wie gesagt, viele Stellen angestrichen hier, aber man muss eigentlich das ganze Buch lesen, um es zu verstehen. Und es ist ein dickes Buch, fast 400 Seiten, und es kommt eben noch eins. Kannst du schon ein bisschen was andeuten? Was erwartet uns da noch? Gibt es noch tiefere Einblicke? Ja, auf jeden Fall. Also Band 2 und 3, da kommen erst so die ganz, das ist ja erst so eine Einführung, wie er dahin gefunden hat, so über die Orden und so weiter. Die beiden nächsten Bände werden fast nur Gespräche mit anderen Ordensmitgliedern noch sein, aber auch mit Innererde.
Da werden unheimlich viele Dinge kommen, auch teilweise Informationen darüber, wie ist unsere Erde aufgebaut, wo unsere Wissenschaftler irren. Ja, wie sieht bei Ihnen, wie findet bei Ihnen das Leben statt in Innererde? Das unterscheidet sich ja völlig von dem, wie wir leben. Und diese Dinge alles wird, also ich habe einen Riesenschatz an Tagebüchern, nur mit Gesprächen, die Alf führte. Und dann muss uns ja nochmal bewusst sein, es gibt eben nicht nur eine Spezies, die wir jetzt innerirdisch finden können, sondern auch ganz viele verschiedene. Das heißt, es ist ein vielfältiges Leben und nicht alle sind gleich. Das heißt, das ist auch noch vieles zu entdecken, was es auf der Erde gibt. Wir müssen also gar nicht unbedingt in den Weltraum schweifen. Es gibt genug noch hier zu entdecken. Ja. Ich bin gespannt auf die neuen Bücher und wir werden sicherlich noch mal ein Interview mit dir machen. Ich glaube, die Dagmar will dich auch noch mal interviewen. Und bin gespannt, kannst du schon irgendwas andeuten, was wir noch zu erwarten haben oder was ist dir noch ein Anliegen, was die Menschen jetzt wissen sollten? Jetzt gerade in dieser Zeit, was Alf vielleicht gewollt hat oder was die Ordensmitglieder vielleicht für diese Zeit gesehen haben, irgendwas, was dir noch wichtig ist? Also ich denke, dass das ganz wichtig ist zu wissen, dass diese Wendung eigentlich im Grunde schon vollzogen ist. Oder meinst du das jetzt in Bezug auf das Buch? Na, sowohl als auch. Ich meine, wie gesagt, Alf hat sich ja sehr auch damit befasst und in den Logen oder in den Orden sich auch gerade mit diesem Bewusstseinswandel befasst. Also du sagst, wir sind im Grunde schon mittendrin. Das kann man ja auch erleben. Und es ist dann im Grunde für jeden Einzelnen die Entscheidung, wie schnell er sich jetzt darauf einlässt, in eine bessere Welt zu kommen. Ja. Also ich habe mich ja mit Innererde, bevor ich Alf kennenlernte, gar nicht befasst. Und mein Thema war, also ich habe als Kind schon gewusst, irgendwie hier stimmt was nicht in unserer Welt und habe eine andere Welt vor mir gesehen. Und dann bekam ich zum Beispiel die Anastasia-Bücher in die Hand. Mhm. Und das, was dort beschrieben ist, das hat sich gedeckt mit dem, was ich gesehen habe. Und dann kam Alf so mit seinen Informationen aus Innererde und seinen Beschreibungen. Das entspricht eigentlich genau dem, was auch Anastasia in ihren Büchern sagt. Das heißt, es gibt viele Dinge, die sich heute auch, die sich da für mich gedeckt haben. Und ich denke, wer wissen will, wie man innen lebt, der sollte die Anastasia-Bücher mal lesen. Das ist ein spannender Hinweis, weil da ist ja im Grunde beschrieben auch diese tiefe Verbundenheit mit der Natur, das heißt ja, auch genau. Die Tiere. Man denkt jetzt, man muss die Eichhörnchen oder die Vögel füttern im Winter, im Gegenteil, die würden uns dann noch Essen bringen und es ist wirklich alles. Ja, das sind so, Alf hat mir beschrieben, das ist auch, kommt auch in einem der nächsten Bücher, wenn er Stasa besucht hat. Stasa hatte zum Beispiel eine ganz innige Beziehung mit einem Otter und der ist dann immer an den Fluss gegangen und hat dann auf den Boden geklopft und dann kam der Otter an. Ja. Und das war zum Beispiel auch eine Begegnung, wo er anschließend nach Hause kam und er kam mit einer stinkenden Lederhose wieder nach Hause, weil er den Otter zu stark gestreichelt hat. Ja, das bleibt da nicht aus. Ja, aber das waren für mich dann diese auch Art Beweise, dass das, was er erzählt, dass das richtig ist. Mhm. Also, ihr habt da viele Dinge erlebt, die mir auch bewiesen haben, dass das, was Alf erzählt, nicht einfach aus der Luft gegriffen ist. Mhm. Hat er denn mal Bilder auch Zeichnungen gemacht, wie die aussehen, oder hat er nur geschrieben? Also sowas wäre ja auch nochmal spannend. Seine Beschreibungen sind wie Bilder. Sind teilweise. Bildhaft, ja. Ja, das, sehr bildhaft. Aber er hat das nicht gemalt oder jetzt aufgezeichnet? Nein. Ja, also nochmal diese, im Inneren leben sie im Grunde so wie bei Anastasia, also diese Verbindung mit der Natur. Genau. Und für uns wäre es eben, ich sage das vielleicht mal als Schlusswort, wenn wir wieder in die Einheit kommen wollen, müssen wir eben auch mit den Wesen, die auf der Erde und in der Erde leben, wieder in Einheit kommen. Und das bedeutet halt eben erstmal, dass wir es wissen. Deswegen ist das natürlich super wichtig, was hier drin ist an Wissen. Ja. Dass wir wissen, dass wir nicht alleine auf der Erde leben als einzige Spezies, dass wir die
außerirdische Manipulation haben, die uns versucht, in einer niedrigen Schwingung zu halten. Dass aber vielleicht, wenn wir Menschen uns mit den reptiloiden Wesen, die in der Erde leben, wieder verbinden und in friedlicher Verbindung und Wohlwollen wieder begegnen, dass wir vielleicht dann auch die Manipulation überwinden können. Das wäre mein Wunsch und sicherlich Alfs Wunsch auch. Und vielleicht ist diese Sendung eine Anregung dazu. Vielleicht kommt irgendjemand, der sagt, Mensch, ich habe auch Kontakt oder irgendwas erlebt. Was wünschst du dir dafür für die Zukunft noch? Möchtest du auch mal Kontakt haben mit den Innerirdischen? Also mentalen Kontakt habe ich, wenn ich den will. Aber ich hätte natürlich genauso gerne mal auch direkten Kontakt. Natürlich. Und mental heißt, du kannst auch Fragen stellen? Ja. Mhm. Wie wäre das dann, wenn jetzt die Zuschauer Fragen haben an die Innerirdischen? Könntest du dann da als Vermittler fungieren oder ist das jetzt zu viel? Sagen wir mal so, ich könnte schon ganz viel, auch von meinen Erfahrungen, die ich über Alf habe, ganz viel dieser Fragen beantworten. Das mache ich auch. Ich biete ja Vorträge an, wenn ich eingeladen werde. Ja. Und da ist ein Großteil meiner Vorträge besteht darin, Fragen zu beantworten. Kannst du es dann direkt auch im Vortrag, wenn jetzt was kommt? Also musst du da nicht irgendwie in Trance, du hast die direkte Verbindung. Ja. Kannst du von hier mal grüßen an die Innerirdischen, dass wir also ganz das viele Menschen schon wahrgenommen. Das wissen. Okay. Ja. Aber wie kann man dich erreichen? Hast eine Facebook-Seite, hast du auch noch eine Homepage? Ja. Das Buch kann man bestellen über meine Homepage www.büchergarten mit Ü. Büchergarten.com. Ja, und ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen und bin schon gespannt auf die nächsten und hoffe, wir konnten hier einiges anregen für die Zuschauer und da wird noch vielleicht einiges Großes draus entstehen. Da bist du Vorreiter, Alpha-Vorreiter in dieser Beziehung. Ja, ich hatte übrigens heute Morgen ein ganz kurzes, ich bin mit Alf noch in Kontakt mental und hatte ein kurzes Gespräch mit ihm und ich habe ihn gefragt, hättest du dir vorstellen können, dass dein Buch bei Joe Conrad mal vorgestellt würde? Und da hat er gesagt, nein, aber ich habe auch nicht an mich geglaubt. Und dann sagte er, du hast aber immer an mich geglaubt und deswegen schaffst du das alles? Wir hatten damals, ich weiß, über Forenkontakt, damals gab es das Joe Conrad Forum, da hat Alf auch schon geschrieben. Und ich fand es auch immer sehr spannend, hatte aber scheinbar das auch gespürt, dass er selber auch noch nicht so ganz überzeugend rübergekommen ist. Sonst hätte ich ihn vielleicht nochmal lebend kennenlernen können. Also wenn du ihn nochmal sprichst, dann grüß ihn. Und wie gesagt, das ist ein Thema, was mich tief bewegt und wo ich hoffe, dass wir in Kontakt kommen können mit allen, die hier oft und in der Erde leben und dass wir so sehr viel auch verändern können im gesamten Bewusstsein der Menschheit. Also vielen Dank für deine Arbeit, die du da machst und gerne. Bin gespannt auf die weiteren Entdeckungen. Vielen Dank. Ja. Ja.